MotorTV. Heute mit folgenden Themen. Wir haben einen Fahrbericht vom erdgasbetriebenen Seat Leon Kombi. Zeigen Ihnen den neuen Porsche Cayenne Coupé. Und wir waren beim Histocup am Salzburgring. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sind in aller Munde. Seat baut hier seine Vorreiterstellung bei den CNG-betriebenen Fahrzeugen, also mit komprimierten, natürlichem Gas betriebenen Fahrzeugen, weiter aus. Wir durften mit dem Seat Leon 1,5 TGI in der Kombiversion mit 130 PS mal so richtig Gas geben, was in diesem Fall wirklich wörtlich gemeint ist, denn TGI ist die Bezeichnung für die Erdgasvariante des Kassenschlagers. Er fährt sich genauso wie jeder benzinbetriebene Leon, er hat auch die gleiche handliche Bedienung und übersichtliche Instrumentierung, das Kofferraumvolumen ist nur unwesentlich geringer und er sieht von außen auch gleich aus. Den einzigen Unterschied merkt man beim Tanken. Hier befinden sich unter dem Tankdeckel zwei Einfüllstutzen. Einer für die 18 Kilogramm fassenden Erdgastanks und einer für einen 9 Liter Benzintank. Der Tankvorgang unterscheidet sich von der herkömmlichen Handhabung nur durch das Arretieren des druckdichten Zapfhahns am CNG-Verschluss. Insgesamt kommt der Leon ST TGI auf eine Reichweite von etwa 580 Kilometern. Wenn es sein muss, nonstop, denn wenn der Erdgastank leer ist, schaltet das System automatisch und unmerklich auf Benzinbetrieb um. Nur am Display wird man darüber informiert, ob man mit Erdgas oder Benzin fährt und welche Reichweite man mit welchem Kraftstoff noch hat. Wie aber sieht es mit dem Vorurteil von der geringeren Haltbarkeit von erdgasbetriebenen Motoren aus? Bezüglich der Dauerhaltbarkeit von Erdgasmotoren haben wir einen Blick in unsere Pannenstatistik geworfen und Folgendes festgestellt, dass Motoren der ersten Generation Probleme mit dem Auslassventil hatten, während Motoren der zweiten Generation einige Sorgen zum Thema Druckregelventil und Korrosion in den Tanks hatten, während die dritte Generation, das sind Motoren, die man jetzt derzeit in den Fahrzeugen kaufen kann, kann man ruhigen Gewissens kaufen. Erdgas als Treibstoff bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem durch den höheren Wirkungsgrad von CNG im Vergleich zu anderen Kraftstoffen. Die von einem Kilogramm CNG erzeugte Energie entspricht 1,3 Liter Diesel oder 1,5 Liter Benzin. Auch der Erdgaspreis in Österreich von derzeit durchschnittlich 1,05 Euro pro Kilo liegt deutlich unter dem Preis für Benzin und Diesel. Bei unserer Verbrauchstestfahrt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h von Wiener Neustadt nach Salzburg haben wir 4 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer verbraucht und damit knapp über 4 Euro Treibstoffkosten pro 100 Kilometer benötigt. Das Fahren mit Erdgas schont aber nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Bei der Verbrennung von Erdgas in Motoren haben wir die Situation, dass die Verbrennung deutlich weniger Stickoxide produziert. Und auch die Feinstaubproduktion ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Ottomotoren. Und wir haben aber zusätzlich den Vorteil, dass wir deutlich weniger CO2 produzieren, ungefähr 25%. Der Seat Leon ST 1,5 TGI mit 6-Gang-Schaltgetriebe ist in der Basisversion ab 22.440 Euro erhältlich und ist somit in der Anschaffung derzeit preisgleich mit der 1,5 TSI Benzinvariante. Porsche stellt ab sofort eine weitere leistungsstarke Variante des Cayenne Coupé vor, den S. Herzstück des neuen Cayenne S Coupé ist der 2,9 Liter große V6 Motor mit Biturbo-Aufladung und 440 PS. Das SUV Coupé beschleunigt in Kombination mit dem serienmäßigen Sport Chrono Paket in 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 263 km/h. Mit dem neuen Cayenne S Coupé erweitert Porsche das Modellportfolio. Neben dem Cayenne Coupé mit 340 PS und dem Cayenne Turbo Coupé mit 550 PS rollt nun das Coupé S zu den Händlern. Das Triebwerk des Cayenne S Coupé stellt sein maximales Drehmoment von 550 Newtonmeter über ein breites Drehzahlband zur Verfügung.
Die beiden Abgasturbolader sind im sogenannten Central Turbo Layout innen im Zylinder V angeordnet. Dies erlaubt kompakte Abmessungen und eine tiefe Einbaulage im Fahrzeug, das den Schwerpunkt senkt und damit die Querdynamik verbessert. Durch die kurzen Abgaswege zwischen den Brennräumen und den Turboladern ist das Ansprechverhalten besonders spontan und der Leistungsaufbau schnell. Zu den Highlights des Coupés zählen geschärfte Proportionen, zwei verschiedene Dachkonzepte und die Einzelsitzcharakteristik im Faux. Serienmäßig gibt es ein großes Panorama-Festglasdach, optional ein konturiertes Carbondach mit sportwagentypischer Optik. Die deutlich schneller nach hinten abfallende Dachlinie verleiht auch dem Cayenne S-Coupé einen besonders dynamischen Auftritt. Unterstützt wird dieser Effekt von einem feststehenden Dachspoiler, der die Silhouette betont. Frontscheibe und A-Säule stehen flacher als beim Cayenne. Die neu gestalteten hinteren Türen und Kotflügel verbreitern die Schultern des Fahrzeugs um rund 2 cm und tragen so zum muskulösen Gesamteindruck bei. Ein fester Dachkantenspoiler wird bei jedem Cayenne-Coupé-Modell mit dem neuen adaptiven Heckspoiler kombiniert. Die harmonisch in die Silhouette integrierte Spoiler fährt ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h aus und erhöht so den Anpressdruck auf die Hinterachse. Dies kommt der Fahrstabilität zugute. Die Preise für das Cayenne S-Coupé starten gerade noch unter 100.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung. Ab Werk sind neben dem Sport-Chrono-Paket unter anderem die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung Plus, 20 Zoll Leichtmetallräder, der Parkassistent vorne und hinten inklusive Rückfahrkamera sowie das Porsche Active Suspension Management an Bord. Am Salzburgring beim 8. Lauf des Histocups sorgt herrliches Wetter für beste Bedingungen für rund 250 Rennfahrer in 10 Rennserien. Darunter natürlich auch die heuer besonders spannende BMW 325i Challenge. Aus der Pole Position startet der derzeit gesamtführende und Lokalmatador Tobias Weichenberger. Neben ihm in der ersten Reihe steht der Deutsche Matthias Heinemann. Dahinter lauern im bunten Feld der 17-jährige talentierte Steirer Max Winkler und der 60-jährige Routinier Karl-Heinz Ruhrberg aus Niederösterreich. Nach einer fliegenden Aufwärmrunde nehmen die 22 Teilnehmer das 12 Runden lang dauernde Rennen in Angriff und es bleibt natürlich vorerst alles unverändert, da die bewährten gelben Flaggen in der ersten Schikane nach dem Start aus Sicherheitsgründen Überholverbot bedeuten. In Runde 2 ist Tobias Weichenberger noch immer ganz vorne, gefolgt von Matthias Heinemann, Max Winkler und Manfred Zaunbauer. Zur Hälfte des Rennens hat Tobias Weichenberger seine Führung weiter ausgebaut und Max Winkler belegt bereits Platz 2 vor Heinemann und Zaunbauer. Tobias Weichenberger fährt ein fehlerloses Rennen und absolviert einen überlegenen Start-Zielsieg vor Winkler und Zaunbauer, die er in den letzten beiden Runden seinen Teamkollegen Matthias Heinemann noch vom Stockerl verdrängen kann. War ein sehr gutes Rennen. Ich bin von Platz 5 gestartet, habe mich auf Platz 3 vorkämpfen können. Der P2 auf Maxi Winkler, der war auf Schlagdistanz, aber mir ist leider die Zeit ausgegangen. Aber es war ein gutes Rennen und Platz 3 kann ich sehr zufrieden sein. Ja, ich bin sehr zufrieden über den Verlauf vom Rennen. Einen zweiten Platz hätte ich mir ausgerechnet gehabt, ist dann auch geworden. Der erste war unmöglich, weil das einfach in Tobias Weichenberger seine Heimstrecken ist. Im Qualifying hat sich ausgestellt, dass ich Top-Zeiten fahren kann. Habe ich jetzt im Rennen geschaut, dass ich natürlich gleich von Anfang an Vollgas gebe und ich habe es bis zum Schluss halten können. Gott sei Dank. Beim gemeinsamen Starterfeld der Histocup Spezialtourenwagen und der Youngtimer bis 3000 Kubikzentimeter sind insgesamt 36 Teilnehmer am Start. Darunter auch der Wiener Rudolf Happel mit seinem Youngtimer Audi S3. Wir haben ca. 400 PS. Topspeed auf der Fahrerlagerkurve ca. 240 und Leergewicht haben wir um die 1100 Kilo. Ja, meine Erwartungen fürs Rennen sind in erster Linie mal durchkommen und einmal schauen, wie es den anderen geht. Und ja, vielleicht ist ein Platz vorne drinnen in meiner Klasse. Ein weiterer Audi wird voraussichtlich ganz vorne im Rennen mitmischen. Es ist ein Audi Urquattro, hat jetzt momentan 2,2 Liter Turbolaufladung, 750 PS. Auf der Geraden bringen wir irgendwo so 280 zusammen, also da jetzt in Salzburg. Etwa genauso schnell unterwegs ist auch Mitfavorit Hubert Ferber mit seinem ca. 700 PS starken Mustang. Also ich fahre im Histocup einen 1965er Mustang, Shelby GT350. Und das Auto ist hier am Salzburg natürlich super, weil er richtig Leistung hat mit dem V8 Motor, 5,8 Liter. Und wir bringen da oben Spitzengeschwindigkeiten zusammen, ja, 280, 290.
Aufgrund von Getriebeproblemen im Qualifying startet Hubert Färber mit seinem gelben Mustang nur aus der zweiten Reihe des Monsterfeldes in das ebenfalls 12 Runden lange Rennen, wobei er unmittelbar nach der Schikane gleich die Spitze übernimmt. Er behält diese auch bis zum Rennende, jedoch immer wieder hart bedrängt von Klaus Rath, der seinen Audi Quattro als Zweiter ins Ziel bringt beim Rennen der Spezialtourenwagen. Das war so mit der geilste Fight, den ich jemals gehabt habe. Also, das war so, also wir waren fast gleich auf. Also, wir waren mit minimal kmh-Unterschiede auf der Geraden. Und ansonsten in der Kurve war ich eigentlich schneller gewesen. Aber bin halt am Sauschlecker nicht vorbeigekommen. Hat halt gerade bis für den zweiten gelangt dann. Ja, Rennen war super. Ich habe schon kämpfen müssen. Bei dem Mini war ich natürlich gleich vorbei. Aber mit dem Klaus, mit dem Quattro habe ich schon kämpfen müssen, dass ich da vorne bleibe. Und also da habe ich nicht spazieren fahren können. Platz 3 belegt Markus Kie mit seinem Nescar Chevrolet vor dem schnellen Mini von Markus Max Karlinger. Als Fünfter fährt Rudi Happel mit seinem Audi durchs Ziel, der damit auch das Rennen der Youngtimer gewinnt. Ja, für mich ist Rennen gut gelaufen, unfallfrei wieder im Ziel, habe meine Plätze wieder reinfahren können und wichtig ist, das Auto wieder sauber nach Hause bringen. Die Sieger und Platzierten aller Rennserien finden Sie wie immer auf www.histocup.com.